Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, zum Fall der vor einer Woche vorgestellten beiden ausgesetzten Katzenmädchen gibt es Interessantes zu berichten. Ein Tierfreund erkannte die Kätzchen in unserem Beitrag und benachrichtigte das Tierheim. So konnte der Besitzer ermittelt werden. Gegen ihn wurde vom Tierschutzverein Anzeige erstattet, denn das Aussetzen von Tieren ist eine Straftat. Die wirklich gute Nachricht ist, dass die zwei ein neues Zuhause gefunden haben. Nach der Kastration dürfen sie gemeinsam ein neues Revier durchstreifen. Heute sollen zwei Katzenbabys vorgestellt werden, für die ebenfalls ein neues Zuhause gesucht wird. Sie wurden am 25. Juli in der Arche Noah geboren. Nun müssen sie damit klarkommen, dass ihre Mama vor kurzem verstorben ist. Die beiden Waisenkinder wurden von den Mitarbeitern im Katzenhaus liebevoll aufgepäppelt. Jetzt können sie abgegeben werden, um bei Katzenfreunden ins aufregende Katzenleben starten zu können. Die Kätzchen sollen unbedingt zusammenbleiben, weil eines der Geschwisterchen an Ataxie erkrankt ist. Diese Krankheit hat ihren Ursprung im Kleinhirn und verursacht eine Bewegungsstörung, erläuterte Tierheimleiterin Katrin Mattes. Gravierende Auswirkungen aber hat die Krankheit nicht. Außer, dass sich die Katze etwas komisch bewegt, gibt es keine Beeinträchtigung. Die zwei süßen Böffchen sollen in eine Wohnungshaltung vermittelt werden, weil das Leben mit Freigang vielleicht doch zu viele Gefahren für das leicht behinderte Miezchen birgt. Da sich das Ataxie-Kätzchen sehr an seinem Geschwisterchen orientiert, sollen sie unbedingt zusammenbleiben. Außerdem ist es für reine Stubentiger viel aufregender und schöner, einen Artgenossen dabei zu haben. Die beiden sind drollige, verspielte Katzenbabys. Wenn man sie beobachtet, fliegt ihnen jedes Herz zu. Zwei so süße Katzenkinder bringen Schwung und Freude ins Leben.